Hi Leute, herzlich willkommen bei Tupac VR. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir zocken heute zusammen Voronium Locust Souls. Das habe ich schon mal mir angeguckt und ja, es hat einige Updates gegeben. Die Version, die wir damals gespielt haben, war eine echt frühe Presseversion, so ein Press-Release. Und es muss sich einiges getan haben, hat der Entwickler mir gesagt. Und das wollte ich mir jetzt nochmal anschauen. Gleichzeitig gibt es aber zu diesem Spiel hier jetzt ein Gewinnspiel. Also ihr könnt Voronium Locust Souls gewinnen. Das Ganze findet wieder unter Gleam.io statt. Alles weitere steht in der Beschreibung. Einfach mal reinschauen. Ja, jeder kennt wahrscheinlich die ganzen Gewinnspiele bei Gleam.io. Ich habe ja schon einige gemacht. Und ja, wenn Fragen sind, einfach unter die Kommentare schreiben. Ich beantworte das dann relativ schnell. Und ja, ich würde sagen, wir gucken uns jetzt das Spiel mal an. Ich bin echt gespannt, was sich getan hat. Status, Operator ready. Good, you made it to the console. I hope you are as excited as I am. Before we begin, you must know what we are up against. During our mission, we will most likely encounter a hostile species known as the Locust. The ones you see here are called Locust Scouts. They are fast and temperamental, and they will stop at nothing to steal our Voronium. This is where you come in. Your task is to operate the defenses, while I manage the mining operation. On the main display, you can see our primary defense system, the Zeus. It's a customizable war machine, designed for human interaction. You will heavily rely on it to fight the Locust. Let's begin. This is the holographic representation of the first okay, mining site. Schon ein bisschen anders, when you are ready, click the mining symbol on the holomap. Ja, wer das Spiel noch nicht kennt oder mein letztes Video dazu nicht gesehen hat, das ist ein Tower-Defense-Spiel und ja, wir haben hier unsere ja, Karte, sag ich mal. Wir können hier immer wieder Positionen wechseln, Geschütztürme bauen und so weiter. Es war beim letzten Mal echt hart. Ich bin gespannt, ob es jetzt ein bisschen ja, einfacher zu handeln ist. Ich war leicht überfordert teilweise. Schauen wir uns mal an, wie es jetzt geworden ist. Wonderful. I have deployed a mining facility and a construction drone for you. You are doing so well. Okay, jetzt welcome haben wir hier. To the Argus. From here you can manage all our defense structures okay, using das the ist neu. Das gab's vorher nicht. Of you. The Argus generates a temporal field, so when you are here, time almost stands still. This gives you time to strategize when you are not engaged in combat. Okay, das ist natürlich now cool. Let's constructors use. Click the rightmost button on the panel. Point to a flat rocky surface near you. Click again to place it. Consider where the Locust will attack from and place the Zeus strategically. Okay, also wenn wir hier in diesem Bereich sind, also wir loggen uns ein, dann haben wir erstmal Zeit, um alles in Ruhe zu checken und was zu bauen. Das gab es vorher nicht. Vorher war man direkt am Geschützturm. Den hat man gebaut und dann war es auch schon vorbei. Hier könnten wir zurück zum Schiff, aber wir bauen das Teil jetzt mal. Ah, wir können uns jetzt sogar aussuchen, wo das hin soll hier. Ja, das ist natürlich cool. Kann ich mich auch bewegen? Nein. Also wir können das in diesem Radius jetzt hier aufbauen. Von hier aus haben wir, glaube ich, eine ganz gute Position. I believe that's a strategically viable location. Ja, now operate the wir wollen natürlich rein. Da kommen die schon, die... Coast. Ich konnte irgendwie noch die Waffen wechseln beim letzten Mal. Muss ich noch mal rausfinden. Ich weiß gar nicht, was die da auf mich schießen. Aber abschießen kann ich es nicht. Ach so, das sind die. Okay. Punkte sind das, die wir kriegen. Voronium. Okay, jetzt haben wir hier wieder diesen Pause-Modus. Okay, den habe ich jetzt mit dem Button hier gestartet. Okay. Hier kommt keiner durch. Okay,
gar nicht mehr auf. So, nochmal kurz. Argus Drone, was ist Argus Drone gewesen? Ah, okay, jetzt sind wir hier. Operate Zeus. Hier könnten wir zum Schiff zurück. Also Waffen kann man jetzt hier nicht mehr, scheinbar nicht mehr wechseln, oder? Status, Mission Success. Okay, haben wir geschafft. I'm so very proud of you. I feel most fortunate having you as my human companion. To the right of the main display, click the button marked proceed. On the screen to your lower left, you can see how much Veronium we managed to secure. The Veronium produces energy for us. When we have enough Veronium, we can use that energy to research better defenses. I'm taking us to the Alpha region now. My scans show chances of finding Veronium there are quite high. It will be up to you which area we should mine first. I'll await your decision. Choose next mining location to proceed. Okay, hier wird uns jetzt ja, uns werden jetzt Karten hier vorgestellt, die wir uns aussuchen können. Ich würde sagen, wir nehmen jetzt einfach mal die zweite. Wir haben das ja alles schon mal gespielt. Das sieht echt cool aus, diese kleinen Roboter hier, die hier projiziert werden. So, Mining Rig. Okay, hier haben wir jetzt wieder die Argus. Okay, jetzt können wir uns wieder aussuchen, wo wir unser Geschützturm hinbauen. Das ist natürlich, ich würde den wieder relativ hoch setzen. Dann haben wir die Möglichkeit, auch da zu treffen, in die Richtung zu treffen. Wir können natürlich auch hier hin. Da haben wir so ein bisschen mehr Zeit, ne? Ja, ich glaube, den baue ich jetzt hier hin, so. Zweimal hart, der schießt immer irgendwelche Sachen ab. So, jetzt haben wir ihn aber. Gar nicht so einfach, gleichzeitig. Später die Waffen wechseln. Ich glaube, wir haben eine ganz gute Position. Da kommt wieder so ein Dicker. Beim letzten Mal hatte ich auch noch so ein Schutzschild, aber das habe ich jetzt nicht. Hasta la vista, baby. Status, mission success. Okay, haben wir geschafft. I almost felt sorry for them. Almost. Well done. Those soldiers can be a challenge, but you kept your cool. Press proceed and select our next mining location. Cool ist immer, dass man genau sieht, wie die Gegner langgelaufen sind und wie weit die gekommen sind. Finde ich ganz cool gemacht. Now we have mined enough Veronium to do our first defense upgrades.
Let's have a look at that. Upgrade. Yes. Let's see if we can improve our defenses. Das ist auch neu. Jetzt können wir uns wirklich die Sachen hier anschauen. Wir können ein Shield freischalten, also ein Schild, Granatenlauncher und so weiter. Cool. Upgrade Cost. Wir haben 900, also da muss man jetzt echt aufpassen, was man macht. Der kostet 800. Ich würde sagen, was ist Kronos? Stats and Upgrade. Okay, für 200 kann man das eigentlich. Boah, die sind aber teuer, die Upgrades hier für den. Ein Fully Upgrade, also wir haben das schon. Also ich würde sagen, wir kaufen uns jetzt hier erstmal einen Apollo. We now have access to an autonomous tower. These can be placed after you place the Zeus and collect enough locust Veronium. Click proceed when ready. Ja. So, jetzt haben wir noch 400 frei. Was können wir dafür denn holen? We now have access to an EMP tower. It will slow down locusts that come within range. This can be placed after you place the Zeus and collect enough locusts. Hat sich echt viel getan. When ready, click proceed. Also es ist ein Teil, was die Locust langsamer macht, in den EMP. Jetzt haben wir noch 200. Können wir dafür irgendwas kaufen? Also okay, die kann man jetzt wirklich auch noch aufleveln. Schild ist gar nicht schlecht, alles andere ist uns für uns viel zu teuer. Ja. To activate the shield, use the grab button. You cannot fire or change your weapon when okay. The shield is active. Ja, wir sind. Okay, to return. Okay, ich musste gerade das Spiel noch mal kurz neu starten, weil ich leichte Probleme hatte. Es hat geruckelt. Dann machen wir das Ganze jetzt noch mal. It will take me 4 minutes to mine the Veronium in this area. Scans show the locust can only enter this canyon from one area, but the terrain offers multiple paths, so the locust might travel different routes. You may need automated defenses for this one. Deploy mine when ready, Captain. Ja, jetzt haben wir hier einen Punkt. Die kommen, können von hier kommen und ja, können zwei verschiedene Wege gehen. Das heißt, wir müssen echt gucken, dass wir irgendwie da ein bisschen besser absichern. Wir gucken uns jetzt erstmal diese Position gleich an. Mining facility deployed. Connect to one of the Argus drones and plan your defense. Fun fact. So. If you place the Zeus close to a locust path, the fighting will be intense, but also fun. I've heard. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo wir den hinstellen. So, das ist die Route, wo die langkommen können. Dann würde ich sagen, wir gucken, dass wir irgendwie da, hier oder hier schon hinstellen. Dann können wir eventuell auch noch auf die andere Seite schießen. Ja, ich würde sagen, wir platzieren den mal hier hin. So, die können wir. Wir müssen jetzt erstmal Veronium sammeln, um die hier aufzubauen. Okay. Dann schießen wir erstmal. Mal gucken, was wir bauen können. Wir gehen jetzt mal in die Argus-Drohne. So, wir können ein automatisches Geschützturm hinstellen, auf jeden Fall. Und das machen wir auch jetzt. Und, so, und den bauen wir hier auf. Aber du sollst in die andere, aber der wird wahrscheinlich automatisch in die andere Richtung gucken, oder? Probieren wir einfach mal. Excellent. Natürlich.
So, jetzt gucken wir uns die Karte mal an. Ich möchte nochmal zum Schiff. So, ich möchte jetzt hier mal hin und auch hier was bauen zum Schutz. So, da wäre die Stelle. Okay, hier kann man den nirgendwo hinstellen. Können. Okay, das sind die zwei Positionen, wo wir schon was hingebaut haben. Hier wollen die alle hin. Oder wollen die da hin? Nee. Die werden von so hier lang gehen und da. Okay, dann bauen wir den. Können wir den hier hinbauen? Doch, hier ist eine ganz gute Position. So, dann noch einen automatischen. Da fehlt mir echt jetzt. Warum kann ich den nicht drehen, wie ich möchte? Das ist ein bisschen. Entweder mache ich was falsch. Da wäre auch ganz cool, aber da kriege ich den nicht hin. Okay, dann stellen wir den da hin. Und wir wechseln nochmal die Drohne. Wäre cool, wenn wir die Drohne auch unten wechseln könnten. Und nicht immer wieder zum Schiff zurück müssen, aber... Ah. Okay, der dreht sich echt, wie er möchte. Ist natürlich gut. Wenn ich irgendwie schreie, dann liegt es daran, dass das Spiel relativ laut ist. Jetzt versteckt der Sack sich auch noch. Alter, der ballert aber jetzt raus. Hier kommt noch nichts. So, wird Zeit noch was zu bauen. Irgendwo den EMP möchte ich jetzt auch mal ausprobieren. Und so ein automatisches Geschütz brauchen wir auch noch. Ganz wichtig. Okay. Los geht's. Also das Spiel wurde echt verbessert. Da versteckt sich ein Dicker. Ist klar, hau mal raus hier. Alles sieht gut aus. Ich habe es im ersten Teil ja schon gesagt, das im Koop wäre echt geil. Oh, jetzt müssen wir definitiv hier auch noch was hinbauen. So. Wird langsam. Und hier auch noch einen hin. Und weiter geht's. Deine Tage sind gezählt, Junge, komm, gib auf.
Yes. Alles safe. Alles gut? Status, mission success. Das war doch schon mal geil. I knew you could make it. That was intense. Well, no pain, no gain, as they say. I'm ready to proceed when you are. Ja, wie wir sehen, keiner ist um die Kurve gekommen, aber wir hatten hier ja noch so eine kleine Absicherung und wir hätten auch noch bauen können, von daher war schon ganz gut. We had a lot of unspent Veronium. Maybe we should upgrade our defenses with that? Just click the button to the right reading, upgrade defenses. Choose next mining Ja, location upgrade. To proceed. Also die haben mir jetzt ganz gut gefallen. Da gab es aber am meisten Veronium. It will take me 4 minutes to mine the Veronium in this area. Start mission? Nein. Status. Mission aborted. You'll get them next time. Wo konnte man denn jetzt... At your convenience. Wo konnte man denn jetzt Upgrade vornehmen? Oder ist das jetzt vorbei? Den Button finde ich jetzt nicht mehr. Man kann jetzt nur Proceed drücken. Okay, ist egal. Choose next mining location to proceed. Upgrade Defense, so, da sind wir doch. Was haben wir denn? Wir haben 1300. Der kostet 800. Der kostet 1000. Was kann das Ding denn? Das sieht aus so wie eine Minigun. 100 Hitpoints, 15 Meter Range. Meter Blastradius, also wir nehmen den Titan. Komm. Well done. Great improvement. Okay, back to mining. Choose next mining location to proceed. It will take me 4 minutes to mine the Veronium in this area. Nein. Mission aborted. Choose next mining location. It will take me 4 minutes to mine the Veronium in this area. So, wir gehen wieder da rein. Ein Zeus müssen wir ja als erstes bauen. Den bauen wir auch wieder hier hin. Und dann gucken wir gleich mal, was die anderen Dinger können, wenn wir was gesammelt haben, ne? So. Ah, boah, ist welche bombardiert. So, wir haben was gesammelt. Jetzt gucken wir uns mal an, was wir bauen können. Also Titan können wir noch nicht bauen. Der kostet 300. Wir müssen erstmal ein paar kleine Türme bauen. Auf jeden Fall. So, und jetzt zurück. Wir geben am meisten Veronium. So, und wir können wahrscheinlich wieder bauen. Na, überall noch ein paar kleine hin. Ist echt sicherer. Und dann sparen wir gleich mal bis zum Titan. Die wählen alle echt immer die Version hier. Oder die Route. Die Version. Bin ich blöd. So, gucken wir uns mal an. Wir haben 300. Yes. Jetzt kommt der Titan hier. Den knallen wir hier hin, oder? Excellent.
nicht schlau, wie du dich da verschanzt? So. Ich würde sagen, wir bauen da hinten auch schon mal irgendwas Automatisches hin. Oder bauen wir hier noch mal was? Yes. Yes. Ja, auf jeden Fall will ich trotzdem da hinten noch mal was bauen. Ja, hier ein Zeus muss auf jeden Fall hin. Den bauen wir hier hin. Und die Automatik bauen wir... Ah, da hinten kommen wir nicht ran. Ja, der ist da auch nicht schlecht. Zurück zum Schiff. Und wieder hier hin. Jetzt gucken wir mal, wann Zeus zum Einsatz kommt. Tschö. Kommt zum Einsatz. Okay. Kann man noch ein Zeus bauen? Nein, leider nicht. Warten wir noch was ab. Ich vermute, wenn wir den kaputt machen, können wir noch einen Zeus bauen. Gucken wir uns an. Leider noch nicht. Wow, was war das? Von wo kommt der? Da haben wir doch unseren Zeus. Ah, der braucht mal Platz. Jetzt sehen wir den mal im Einsatz. Also Zeus hat... Ach, Zeus, der Titan. Warum sag ich die ganze Zeit Zeus? Wir sind doch hier Zeus. Der Titan hat alle Arbeit geleistet. Und? Okay. That was intense. Well, no pain, no gain, as they say. I'm very pleased with your efforts, operator. I almost feel compelled to call you my human friend. It seems you made good friends with the Zeus, and if I may say, you look dashing while operating it. You may wonder why I'm not the one controlling our defenses. The answer is simple. My ethics protocol prevents me from inflicting harm. A safety net for humans, I guess. So everything related to violence must be your responsibility. Luckily, you are very good at it. Now, I have calculated we have enough firepower to operate in the Delta region. The Locust are represented in greater numbers there, so expect an increase in resistance. Okay, wir kommen in das Level rein. My scans also show a substantial amount of Veronium in this region. Choose the next mining location when ready. Or access the workbench to upgrade our defense systems. Upgrades. Wir gucken mal, was wir bauen können. Also wir müssen uns jetzt auch erstmal aufleveln. Das heißt, der Peacemaker. Was kann der Peacemaker denn? Den können wir uns sogar leisten. Granatenwerfer ist gar nicht schlecht. Granatenwerfer machen wir auf jeden Fall. And hold the trigger. The longer you hold it, you now have two weapons on the same hand. When operating their Zeus, you can switch between them. Okay, jetzt können wir auch wechseln. Like when you flip a pound cake.
Brauchen wir für beide Hände? Ein Granatenwerfer. Schild ist auf jeden Fall nicht schlecht für beide Hände. Das sollen wir uns auf jeden Fall noch holen. Ja, komm. Den knallen wir uns auch noch rein. Now it's upgraded. Let's get back to mining then. Choose the next mining warning. My motion sensors have picked up the massive energy signature in this region. I fear we may be dealing with a locust strider. The strider has superior cool airstrike defense capability and it commands all other locusts around it. Do not underestimate this creature. The strider will be a tough challenge. I calculate it will take me 5 minutes to mine the Verona. Da brauchen wir ein paar, die können ja von überall kommen. Puh, das wird schwer. Blöd, dass wir hier nichts mehr haben. Das heißt echt, wenn wir hier versagen, brechen die rein und wenn wir hier jetzt nichts mehr haben, dann sind wir am Arsch. Okay, gucken uns das. Boah, ist das ein Riesenteil. Gucken wir uns das mal an, wo wir hin können. Der ist doch gut hier oben, oder? Oder hier? Ich glaube, von hier können wir ganz gut. So, jetzt müssen wir auf jeden Fall nochmal zu der anderen Seite, zum Argus. Da wollen wir ja auch so ein Ding bauen. Oh je. Excellent. Okay, gehen wir mal rein. Okay, wir müssen mal zur anderen Position. Wir müssen uns die Karte angucken. Hier sind schon ein paar durch. Wir können noch nichts bauen. Okay. Wir brauchen echt automatisch. Also man muss hier. Man müsste hier auch direkt zur Karte kommen. Okay, wir haben da noch aufhalten können. Was haben wir hier? Wir können immer noch nicht bauen. Was ist hier los? Okay. Try again. Gucken wir uns die Karte an, wie es aussieht. Boah, das ist echt hart. Echt verdammt hart. Yes. As you wish. Bisschen.
komm. Jawoll. Zurück zur Karte. Ja, wir müssen jetzt definitiv hier hin. Hier müssen wir jetzt einen Zeus hinsetzen, dass wir ballern können. Und direkt hier nochmal so einen fetten Hoshi. Jetzt können wir den nur, ich hätte den gerne echt platziert, dass der auch hier hinschießen kann. Excellent. Target nearest, target smallest, biggest. Okay, nearest. Erstmal nearest. Ah, follow Zeus kann man auch noch machen. Ist natürlich cool. Dann folgt er uns wirklich. So, hier haben wir erstmal was hingesetzt. Wir müssen jetzt mal Nearest machen, weil wir gehen jetzt gleich noch mal kurz weg. So, wir gucken uns noch mal an, wo wir noch was verbessern können. Hier müssen wir auf jeden Fall auch was bauen, das geht gar nicht. Okay, los geht's. Ich hoffe, bei euch nicht so heftig. Wir müssen hier noch was bauen. Ah, wir können noch nichts bauen. Mist. Noch eine Granate, dann ist er weg. Jawohl. Wir müssen noch mal kurz zurück zum Schiff. Excellent. Man hier noch? As you wish. Da gibt es auch erhebliche Performance-Probleme. Gucken wir uns nochmal an, wie es hier aussieht.
Constructing. Schade, kann ich hier keinen. Doch. Yes. Das ist doch so super. Dann gehen wir mal hier rein. Jetzt wird den eingeheizt. Okay, hier können wir erstmal die Position verlassen, weil ich glaube, hier sind wir ganz gut aufgestellt. Hier müssen wir echt noch was tun, definitiv. In welche Richtung gehen die da, ne? Excellent. Good. Constructing. Alter, was war das? Okay, wir müssen Zeus noch mal neu aufstellen. Yes. Na warte. Ist auch schon noch schwieriger für die. Zurück zum Schiff. Wie sieht's hier aus? Ach du Scheiße. Okay. Wo können wir noch was aufbauen? Alles, was helfen kann. Constructing. Excellent. Besser geht's doch nicht. Zwei Granatwerfer. Jawohl, yes. Geschafft. More Veronium in the cargo hold. Your aim is so true. Sometimes I wonder if you are even a human. Where to next? Proceed. Ja, ich bin kein Mensch. Okay, Leute, ich würde sagen, das war's. Ja, was kann man sagen? Also zur vorherigen Version ist es echt deutlich besser geworden. Diese Möglichkeiten, die man jetzt hat, sind größer geworden und ja, diese Freischaltungsgeschichten machen auch Spaß, aber es hat erhebliche Performance-Probleme, also da müssen die noch dran arbeiten, aber wie gesagt, es ist kein fertiges Spiel, es ist immer noch Early Access und es wird weiterentwickelt und ich denke, das mit der Performance kriegen die auch noch hin und wenn es dann mal richtig gut flüssig läuft, dann wird es auch Spaß machen oder noch mehr Spaß machen, weil jetzt hat es mir schon im Gegensatz zum letzten Mal noch mal eine Ecke mehr Spaß gemacht. Darauf kann man aufbauen und ja, vergesst nicht das Gewinnspiel. Ihr könnt das Spiel hier gewinnen und lohnt sich auf jeden Fall mal reinzugucken, würde ich sagen. Ja, danke fürs Zuschauen und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.